Moinsens und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Payday 2. Wir machen heute den Framing-Frame-Job und ich möchte euch zeigen, wie man sich die drei Standard-Achievements holt. Und zwar, es gibt ja insgesamt 5 Achievements für diesen Heist. Das wäre einmal, dass wir am Tag 1 alle Gemälde stehlen, was 9 sind. Am Tag 2 alle Gemälde verkaufen, was auch 9 sind. Wenn ihr es gut macht, mehr. So hatte ich es zumindest jetzt aus Versehen mal. Oh, da war ja einer. Und am Tag 3 natürlich das Gold. Egal, eine Grad weniger. Nun müssen wir zusehen, dass wir den jetzt schnell rauskriegen. Das Problem ist, dass wir halt jetzt schon einen Pager weg haben und ich hätte mir eigentlich gerne einen Pager gespart. Weil das war jetzt quasi, wir haben insgesamt 2 Pager. Nach dem dritten wird dann kritisch, weil wir, wie gesagt, die ECMs mit haben. Ich bin kein Noob, ich nutze nicht 2 Items, wie jeder andere Spieler, einfach da ich finde, dass wenn man überhaupt nach dem alten Set geht, die Skills sind sowieso, haben das Spiel sowieso schon ruiniert. Och nö, nicht noch einer. Danke. Die Skills, die neuen, haben das Spiel sowieso ruiniert. Weil man kann mir nicht erzählen, dass es so viel toller sein kann, zu stealthen, wenn man gleichzeitig 14 Trip Mines und 2 Bodybags mitnehmen kann. Was hat man denn da? Doppelte Absicherung, wenn man richtig hart scheiße ist, oder wie darf ich das interpretieren? Auch generell 2 Items, ja wow. Dann skillt man sich halt irgendwie doppelt, dann nimmt man halt gleich Sentry Guns mit und noch zusätzlich Munition dafür. Und ich finde, das kann einfach nicht das Wahre sein. Also wie gesagt, ich bin einer von diesen Nimrods, der sagt, tut mir leid, Leute. Ich bleibe bei meinem einen Item, wie es auch früher der Fall war, wie es auch früher immer funktioniert hat, bis zum Update 100 über 3 Jahre, meine lieben Freunde. 3 Jahre. Und deswegen nutze ich nur ein Item. Ändert trotzdem nichts daran, dass ich immer noch nicht hinkriege, da oben durch diese Fenster zu werfen, auch wenn das beides nichts miteinander zu tun hat. Gut, dann haben wir hier noch ein Gemälde, dann heißt, wir haben jetzt schon mal 3. Das ist gut bzw. schlecht. Weil je nachdem, wie die Anordnung der Laser ist... Ach, kommt schon. Ich habe entweder ganz hinten bei E direkt in der Halle die Laser oder aber direkt bei A. Bitte hier... Ihr kennt auch dieses Comic-Teil, wo dann dieses Sternchen seufzt steht, wenn man irgendwie, ich sag mal, frustriert ist. Das könntet ihr jetzt hier mal bitte für mich einfügen. Aber es ist jetzt an sich ein bisschen luck-based. Übrigens an alle Leute, auch wenn das hier keiner ist von denen, die ich jetzt hier anspreche, aber an alle, die es geschafft haben, eine TMS-Challenge von The Elephant zu schaffen, da muss ich echt sagen, Leute, Hammer. Einfach nur Hammer. Weil ich habe, wie gesagt, ich bin kein schlechter Stealther und ich habe bereits auch einige von den TMS-Challenges geschafft. Aber ich finde, die schwersten Challenges, die sie dort zu bieten hatten, waren die von The Elephant. Die finde ich persönlich... Man kann die eigentlich mit nur einem Satz beschreiben. Oder generell mit 2 Worten. Aufs Maul. Weil Framing Frame mit 75 Detection Risk auf Pro Job ist jetzt nicht so mal im Vorbeigehen. Zum Beispiel, ich habe jetzt... Wer sich noch an die alten Challenges erinnert, jetzt werde ich hier wieder ein bisschen nostalgisch. Ja, ich habe mein Maul. Jedenfalls, früher gab es bei The Dentist für The Diamond gab es insgesamt 2 Challenges. Und zwar gab es einmal The Big Bang mit 75 Detection Risk. Ziel war es einfach nur, das zu schaffen. Dann konnte man einen Zusatzpunkt erwerben, indem man entweder All of Possible geholt hat, mit No Assets gespielt hat, irgendwie so eine Scheiße. Und dann gab es halt noch die andere Variante. Das wäre halt The Diamond gewesen. Bei The Diamond muss man halt eigentlich in Anführungszeichen nur Folgendes machen. Und zwar, Variante 1, das war früher glaube ich schwerer, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so gut stealth. Ich denke, ich bin einfach nur scheiße, nur das Spiel ist leichter geworden, viel, viel leichter. Früher Variante 1, dass man zwar mit allen reingehen kann, aber keine Assets kaufen darf. Also quasi hätte man dann No Dead Civvies, No Assets, All Possible. Was ich geschafft habe vor geraumer Zeit, und das ist echt leicht, Leute. Wenn man nur halbwegs Verständnis von der Map hat und allen anderen, dann ist das ein Spaziergang. Dann ist das wirklich ein Spaziergang.
Und jetzt habe ich halt gerade heute mal mich kurz dran gesetzt und habe jetzt noch die Variante 2 gemacht mit 75 Detection Risk. Ja, was soll ich sagen? Ich habe im Prinzip drei Sessions gehabt. In der ersten Session irgendwie 8 Tries. Dann habe ich es geschafft, bis auf 3 Artefakte alles zu securen, frustriert abgebrochen. Zweite Session waren irgendwie auch 10 Tries. Da habe ich bis auf ein Artefakt plus Dia alles geschafft. Und jetzt dritte Session, erster Try direkt gemacht. Und ich muss sagen, es war nicht schwer. Also, wenn man halt wirklich einmal sich wirklich hinsetzt und konzentriert spielt, dann ist das keine große Herausforderung, kann man eigentlich sagen. Ja, ich sehe schon. Nein. Okay, hier müssten drei Gemälde sein. Hier ist das erste und da ist das zweite. Nun stellt sich die Frage nach dem Verbleib des dritten Gemäldes. Nun ist die Frage nach dem Verbleib des dritten Gemäldes zu stellen. Das ist das erste. Das ist das zweite. Das dritte müsste eigentlich hier sein. Ja, perfekt. Gut. Ziel ist es jetzt hier einfach nur den Scheiß zu schaffen. Von daher springe ich hier einmal ganz elegant raus und kümmere mich mal darum, dass es geschafft wird. Wie ihr seht, es gab nur noch drei Gemälde, die haben wir uns gerade alle geholt. Von daher ist Tag 1 nach jetzt knapp 6 Minuten auch beendet. Und wir können uns frohen Mutes dann an Tag 3 machen. An Tag 2, tut mir leid. Aber Tag 2 ist ja eigentlich nur dafür da, dass, wenn man Tag 1 laut gespielt hat, dann man auch halt nochmal auf Tag 2 so richtig aufs Maul kriegt. Das wird nicht mal für ein Level reichen. Geil. Naja, noch so ein Tag und ich könnte ein Level machen, ne? Just saying. Auf geht es. Es ist übrigens ein No-Asset-Run. Ich will es nur gesagt haben. Ah, wieso habe ich nicht ein Gemälde mitgenommen? Tut mir leid, ich habe das viel zu oft gespielt. Das ist dann halt so dieser Moment, wo ich mir halt denke, hier wäre es halt echt besser mit 4 Leuten oder so zu machen, weil dann wäre das hier in nichts vorbei. Aber ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, wenn man keine Freunde hat, dann muss man sich halt so behelfen. Und an sich ist Framing Frames auch nicht der schwerste Job, man braucht halt... Aber das ist halt das Problem, weswegen ich mir auch nie zutrauen würde, bei TMS diese Challenge zu probieren, einfach weil man das Glück braucht, dass man am dritten Tag den guten Vault-Spot hat, sonst hat man einfach verschissen, das ist einfach so. Hat man den Spot im Schlafzimmer, dann kann man es probieren, dann hat man eine Chance darauf. Muss halt ein bisschen auf die Kameras aufpassen, aber an sich hat man das dann. Aber alles andere könnt ihr mir nicht erzählen, dass es da jemand gibt, der das mit 75 Detection Risk im Solo-Slave alleine hinkriegt. Ja, Solo-Slave alleine hinkriegt, doppelte Bejahung, Olli. Ich lass sie mal reden. Great. Now our client, he prefers not to take any chances when it comes to things of a legally questionable nature. So if you could just all get into the train car. Thank you. Wie gesagt, Tag 2 ist dann im Prinzip jetzt für uns vorbei, weil wenn wir laut gemacht hätten, dann wären jetzt die Polizisten gekommen. Und wir hätten das Geld noch irgendwie transportieren müssen, aber da wir leise waren... Sorry, ich gehe gerade. Tja, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Geld von Punkt A nach Punkt B bringen. Fangen wir an. Och komm. Wie gesagt, ich habe es irgendwie geschafft, mit meinem Kumpel ein Gemälde zu verdoppeln, aber ich weiß nicht wie. Das Beste war, das war halt an Tag 2, nicht an Tag 1, sondern als wir am Tag 1 beide ein Gemälde genommen haben, hatten wir auf einmal anstatt 5, 6 Gemälde. Gut, dann war es das ja auch.
that's everything. Nice doing business with you, gentlemen. Oh mein Gott. Oh, da habe ich gerade aus Schreck aus Versehen auf die Restart-Taste gedrückt. Oh mein Gott, Leute, tut mir leid. Das sollte natürlich nicht passieren. Ich habe Tag 1 noch auf Stealth beendet. Was war das denn gerade? Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Alter Schwede. Halleluja, habe ich mich gerade erschrocken. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Aber wie astronomisch gering ist denn die Chance, dass wir bitte einen lauten Tag 2 kriegen, ohne ein Asset und Tag 1 im Full-Stealth? Was war das denn? Ich meine, ohne Scheißspiel, was war das? Es hat keiner die Polizei gerufen? Und zum Thema Ambush, ich habe einen leisen Tag 1 gemacht, da bin ich hier gerade höchst schizophren und habe am Ende unter Feuerhagel die Gemälde eingepackt. Also ohne Witz, wenn ich irgendwas gemacht hätte, würde ich es ja verstehen. Vielleicht am Ende so im Ambush, aber das ist lächerlich. Das ist absolut lächerlich. Alter. Oh, da ging es ja auch gerade ab, ey. So eine Scheiße. Ohne Witz, Leute, ich knappere gerade tatsächlich ein bisschen daran, dass das gerade passiert ist. Ich meine, ich kann es reinschneiden, so zum Spaß, aber... Aber das finde ich ja jetzt mal absolut lächerlich. Ambushed, ja, weil ihr auch so viel mitbekommen habt am Tag 1. Was macht denn... Haben die beim Swap nichts Besseres zu tun, als mal nachts irgendwelche scheiß Bahnhöfe zu überwachen oder was? Meine Güte. Lächerlichst. Höchst lächerlich. Na gut. Wird ja nicht nochmal passieren. Ja. Nice doing business with you, gentlemen. Doors are open for you. We are leaving. Das habe ich erwartet. Und nicht das hier. Okay, good. Now there's a van waiting for you on the other side of that building. Halleluja. Load up the car and we're done for the day. Also ihr könnt mir einiges erzählen, aber dass ich Glück habe, steht wohl nach diesem Videobeweis außer Frage. Ich meine, kommt Leute, wie hoch ist denn bitte die Chance, dass das passiert? Wie hoch? Wenn ich am Tag 1 komplett leise war und genau eine Guard gekillt habe und das von niemandem gemerkt wurde. Verarsche? Gib mir meinen scheiß Geldsack. Lol. Das hatte ich auch noch nicht. Das ist wie so diese, das ist wie bei Waterboarded Trickshots. Bin schon dabei, Bane. Lol. Ich renne halt komplett durch und durch und es juckt ihn halt einfach nicht. Na komm. Jetzt fesseln die einfach mal, weil ich keinen Bock habe, um die herum zu stealthen. Ist jetzt nicht so schwer. Hä? Den habe ich doch gefesselt. Meine Güte. Ja, Tag 2 wird halt fast so lang dauern wie Tag 1, wenn nicht sogar noch länger. Einfach weil ich das ganze scheiß Geld bewegen muss. Plus Train Trade und allem drum und dran. Na gut, ich beschleunige mal ganz kurz. Wir sehen uns sofort wieder.
out this way. Hurry. Also gut Leute, jetzt da ich zumindest bis zu diesem Punkt beschleunigt habe, erstmal wieder willkommen zurück. Ich werde jetzt gleich einen kleinen Cut machen, dann werdet ihr nämlich dann den Tag 3 sehen, bei dem ich den Vault im Schlafzimmer habe. Weil ansonsten kann ich leider nicht das ganze Gold in Sicherheit bringen, das ist ansonsten einfach zu schwer und auch zu lange und deswegen... Auf jeden Fall schön, dass ihr bis hier zuschaut. Wie gesagt, wir machen gerade folgende Achievements. Falls ich damit das jetzt nicht vergesse. Das hier und das hier. Das kann man noch in Stealth erledigen. Na gut, das hier auch. Im Prinzip, ich könnte eigentlich ein Tutorial für Sam hier machen. Gut, aber wir sehen uns gleich bei dem Try. Bis gleich. The time. So, the plan is, go in, get me the following objects. When you have them, we'll connect them to our station on the roof. Ja, ich hoffe einfach mal, dass es jetzt der Try ist. Try one. You can access the hidden cameras in the paintings with a laptop on the roof. I hope you got a lot of cameras. It'll make it easier for us to find all the devices. So far, so good. Very good. Ja, Bane ist ja gut. Ich frage es nur, ob hier der Vault ist. Oh mein Gott, Leute. That's his phone. Good. Im ersten Versuch direkt, na Mensch. Das ist cool. Dann stelle ich das mal tatsächlich seriös bzw. ernsthaft, na Mensch. Er wird jetzt gleich wieder hier reinkommen. Oder auch nicht. Auch nicht schlecht. Trotzdem holen wir ihn uns mal. Einfach ein weniger. Wieso habe ich eigentlich zwei ECMs mitgenommen? Die sind hier drinnen ungefähr so nützlich wie Hundeeis. Falls es dieses Hundeeis überhaupt gibt. Gibt's das überhaupt? Hundeeis. Ich wollte eigentlich sagen, wie Hundescheiße auf dem Gehweg, aber irgendwie kam dann Hundeeis raus. Ist ja auch entschieden die freundlichere Variante, also das ist so nützlich wie Hundeeis, ne? Falls ihr das nächste Mal irgendetwas findet, was nicht... Genau, das heißt doch nicht nutzloses Wissen, sondern Hundeeis-Wissen. Danke für die Erkenntnis des Tages, Olli. Ach, Mist. Einmal war hier noch was und hier war noch was. Ach, da sind wir ja schon durch. Und unter mir war halt die Keycard, ne? Ja, gut, die... Hey, Control. Mist. Und die Sandwich-Babys spielen am Freitag. Du musst uns wirklich kommen. Es wird ein Ripper von einer Show. Also, der war jetzt nicht gewollt, sagen wir es mal so. Der zweite war unnötig. Also, sagen wir es mal so, eine dritte Guard wäre noch optional, aber ich will auf keinen Fall alle vier Guards töten. Weil ich dann keinen Bock habe, auf diesen anderen Typen zu warten, der dann hier Patrouille geht. In den renne ich irgendwie immer rein.
Wir nehmen uns einfach nur der Vollständigkeit halber die Keycard und gehen schon direkt nach oben. Hier oben ist doch keiner, das ist gut. Ja, wo der Vault ist, wissen wir ja. Das ist zumindest schon mal etwas Gutes. An sich ist es ja ziemlich simpel. Ihr geht dorthin, haut halt einfach direkt alles hin und schon seid ihr durch. Jetzt müsst ihr zum Desktop-Computer. Den hackt ihr halt. Ich hätte einen Back-Shortcut kaufen sollen übrigens. Ja. Tja. Okay, you can open the vault now. I've turned on the vault's camera feed. Tja, und jetzt heißt es warten. Beziehungsweise jetzt heißt es schleppen. Das mit vier Leuten, zweimal gehen und durch, das wäre echt schön. Ja, das mit dem Coke finde ich eigentlich noch an sich am nervigsten, einfach weil... Es ist halt wirklich einfach nur achtmal, wenn man das wirklich im Solo-Slave macht, achtmal runterrennen und fertig. Ich spreche zu sehr mit Akzent. Dann ist man fertig und das finde ich wiederum echt nicht so toll, weil... Ich meine, klar, 8 ist eine schöne Zahl und ist halt das Doppelte von 4 und 4 ist ja die magische Zahl bei Overkill 4 Pager. Und unter anderem. Dann war es am Anfang 4 Skill Trees. Der 5 kam ja erstmal mit dazu. Und nicht umsonst. Ich meine, überlegt mal, man hat insgesamt in einem Bodybag zwar nur 3 Stück und so. Also 3 Bodybags, aber man kann jedes erste zweimal kaufen, 2 ist ein Teil davon 4. Bevor wir hier in die Aluhütchen-Theorien abschweifen, wir haben eine Aufgabe zu tun. Wir sehen uns gleich wieder, sobald das letzte Coke beschleunigt unten beim Vault ist. Oder zumindest beschleunigt. Ich habe jetzt ab 5 Minuten. Bis gleich.
Leute, das dürfte, denke ich, mal genügen. Wir haben jetzt gerade den letzten Cokeback. Den holen wir uns auch kurz und bringen ihn dann runter. Tja. Ja, Bane, ich bin dabei. Bitte kein Stress. Gut, sobald wir nämlich diese Aufgabe geschafft haben, müssen wir an sich nur noch seinen Desktop-PC einmal hacken, um den Vault zu öffnen. Und dann wärt ihr fertig. Aber wir wollen natürlich das Gold, beziehungsweise das Achievement. Von daher heißt es für uns jetzt, das war knapp, das wollte ich jetzt nicht. Das war ein bisschen sehr knapp. So, jetzt müssen wir noch den Scheiß hier öffnen. Jetzt, sag ich, jetzt könnten wir gehen. So. Und jetzt können wir uns halt noch das Gold holen. 50 Sekunden ab. Jetzt. Ich bin ja schon zum dritten Mal durch eine Guard gelaufen. Wie gesagt, wir werden nur einen einzigen Run machen, nämlich den hier. Damit wir all das Gold bekommen. Und dann sind wir auch schon wieder raus aus dem Mond. Oh, das sieht... Ich schließe mal zur Sicherheit. Ich weiß nicht, wie es mit den Guards da gerade aussieht. Ich will jetzt halt nicht meinen vierten Pager noch irgendwie verschwenden. Weil das wäre scheiße. Also, ich riskiere es jetzt einfach. Oh, scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Er kommt wahrscheinlich jetzt hier rein, oder? Nicht. Ich bin überrascht. Dann können wir jetzt ganz geschmeidig alles rausholen. Gut. Es sieht gut aus, meine lieben Freunde. Es sieht gut aus. Dann schließen wir den Vault einmal und legen alle Goldbags so, dass sie nicht gesehen werden können, falls hier eine Guard reinkommt. Gut, ich zeige euch jetzt einmal am Beispiel kurz, wie das aussieht. Ihr müsst halt jetzt nur noch das Gold nehmen und dann sich nach oben bringen. Ich bin halt ein bisschen nervös, da ich gerade keinen sehe. Und ansonsten für euch wird es jetzt wieder kurz vorgespult. Für mich geht's dann jetzt in ewiger Pein vor und Angst vor dem Entdecken weiter. Also meine lieben Freunde, bis gleich.
Leute, willkommen zurück. Ihr seht ja noch ein Back, den wir sicher nehmen müssen. Der letzte Goldback, danach habt ihr auch das Sitchin leicht zeigen müssen, wenn man den richtigen Ball hat. Ja, und ich bedanke mich eigentlich für den jetzt schon. Das waren die drei Achievements. Wie ihr sehen könnt, wir haben alles, wir haben das ganze Gold. Wir können uns gleich nochmal ein Bodypack einfach weil was können. Und dann würde ich sagen, das war easy. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play, beziehungsweise im Tutorial wieder. Wir sehen uns dann. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.